Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dive TV. Bei mir von Atomic Aquatics, Thomas Chris. Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, Tom. Thomas, wir haben zwei Masken. Was ist das Besondere? Wie heißen sie? Von wem sind sie? Ja, also sie sind natürlich von uns, also von Atomic Aquatics. Ja. Und sie heißen Frameless 2. Mhm. Also nicht zwei, weil wir jetzt hier zufälligerweise zwei Masken auf dem Tisch haben, sondern das ist eine Weiterentwicklung der normalen Frameless. Aha. Optisch jetzt so vom Weiten sehen die Masken absolut identisch aus. Okay. Aber wenn wir jetzt ein bisschen näher rangehen, sieht man gerade beim klaren Silikon, dass es hier wirklich klar und durchsichtig ist. Und hier auf dem Teil, der direkt im Gesicht anliegt, rau. Hat welchen Vor- und Nachteil? Also, dass es rau ist, angeraut ist, das hat jetzt, es ist trotzdem glatt. Es sieht halt nur undurchsichtiger aus, weil hier ein anderes Silikonmaterial verwendet wird als da vorne. Man spricht bei hochwertigen Silikonmaterialien von der sogenannten Shore-Härte. Mhm. Und das Silikon hat eine geringere hier vorne. Das heißt, es ist viel weicher als das hier vorne direkt, wo das Glas sitzt. Mhm. Ja. Hat den Vorteil, dass wenn man sie ins Gesicht packt sozusagen, sie viel weicher und angenehmer anliegt und nicht so leicht drücken kann. Vor allen Dingen gibt es sehr viele Taucher, die zum Beispiel das Maskenband zu fest anziehen und dann hängt die Maske ein bisschen fester im Gesicht und hier merkt man nur wirklich gar nichts. Also man hat das Gefühl, man hat wirklich nur Wattestäbchen auf dem Gesicht liegen. Ich muss das jetzt auch testen. Ja, mach das mal. Aber es ist wirklich, wirklich angenehm. Ja. Ja. Man für Fotos auch schön, wenn man fotografiert wird. Ne? Ja, wobei da Frameless. Würde ich dir eher die jetzt empfehlen, weil da ist dann halt durchsichtig. Klar. Frameless übrigens bedeutet, dass diese Masken einfach keinen Rahmen haben, mhm. sondern wir haben unser hochwertiges Glas, das ist also hochwertiges Kristallglas, was temperate ist, das heißt, wenn es kaputt geht, zerbröselt es genauso fein wie eine Autoscheibe, dass man sich nicht schneiden kann. Und es hat keinen Grünstich. Gerade bei günstigen Masken ist es so, dass die ganz normales Fensterglas benutzen und dadurch hat das Glas so einen leichten Grünstich. Hier sieht man das, wenn man also das wirklich gegen ein Papier hält, dass es absolut klares Glas ist. Ja. Und das ist natürlich auch teurer als andere Gläser und deswegen kosten die Masken bei uns vielleicht ein paar Euro mehr. Aber zum Verstellen äußerst einfach gelöst, ja, oder? Mit diesen wie bei allen Masken bei uns, du kannst es also mit einem Finger einfach hier draufdrücken, festziehen oder auch beim Lösen einfach draufdrücken und hinten ziehen. Praktisch. Die Frameless 2. Genau. Gibt es einmal in ganz klar und in schwarz-schwarz sozusagen. Mhm. Wir haben nachher auch verschiedene Medi-Größen, das heißt eine andere Größe für schmalere Gesichter. Die ist zurzeit noch nicht erhältlich, gibt es aber bei der Frameless 1 und wird auch für die Frameless 2 erhältlich sein. Mhm. Und wohl auch andere Farben, wobei die Farbe sich dann meistens nur hier drauf bezieht. Ne? Mhm. Weil ansonsten, was willst du hier farbig machen? Also hast du dann die Penüpel anstatt in schwarz, was weiß ich, in pink oder lila zum Beispiel. Genau. Ja. Und kommt in dieser schönen Box. Genau, ein klares für die klare und ein schwarzes für die schwarze. Klasse. Thomas, vielen Dank, dass du sie uns vorgestellt hast. Gerne. Und das war es auch schon wieder von dieser Ausgabe von Dive TV.